Kanada zu Beginn des neuen Jahrtausends. Die verschlafene Provinz Alberta wittert Morgenluft. Die Erdölknappheit macht den Abbau von Ölsanden lukrativ. Konzerne bereiten sich in den wilden Wäldern des Westens auf das Geschäft von morgen vor. Im Schlepptau kommen all jene, die anderenorts vergeblich ihr Glück gesucht haben und nun auf das große Geld hoffen. Ein moderner Goldrausch. Und damit herzlich willkommen hier zurück zur vorletzten Kampagnenmission von Transport Fever 2. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Und bevor wir anfangen, falls du das Video magst, hinterlass doch bitte ein Däumchen nach oben. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, lass auch ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und vor allen Dingen diesen Kanal auch unterstützen. Ich bedanke mich schon beim Voraus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mit der vorletzten Mission. Die ganze Welt giert nach Öl. Ein gigantisches Industrieprojekt soll diesen Hunger stillen. Der Ölsandabbau am Athabasca River. Du leitest vor Ort die Geschicke einer ansässigen Firma. Mit dem Ziel, alles laufend zu verbessern. Dabei trägst du eine große Verantwortung für Mensch und Umwelt. Und für das Wohlergehen der kanadischen Volkswirtschaft. Unter den Nadelwäldern Albertas schlummert eines der größten Ölvorkommen des ganzen Planeten. Der Rohstoff lagert als klebriges Teersandgemisch, Bitumen genannt, im Boden. Dieses muss zunächst im Tagebau abgetragen und dann zu synthetischem Rohöl verarbeitet werden. Bis vor kurzem war das viel zu teuer. Doch weltweit schwindende Erdölreserven und steigende Preise machen das Verfahren plötzlich profitabel. Deine Firma wird hier in die Energiezukunft investieren und in die Zukunft unzähliger Menschen. Liefere das nötige Equipment und bereite alles für den Abbau des Ölsandes vor. Aha, okay, alles klar. Nutze das Löschtool, um aus dem Asset-Menü, um die Bäume zu entfernen.
Rote Bäume. Okay, Bäume zu holen 1300. Maschinen um die Grube. Um die Gruben, die sind da. Das ist hier die Grube, ne? Das ist ja interessant. Das ist das Zeugs, ne? Ölraffinerie, das müsste die Dings sein. Okay, liefere Maschinen, um die Gruben vorzubereiten. Typ, okay. Maschinen müssen wir liefern. Die Frage ist nur, woher? Was haben wir denn hier hinten? Produzierst du? Ja, du bist jemand, der produziert. Das heißt, wir müssen anfangen, das darüber zu bekommen. Gucken wir uns erstmal ganz kurz die Karte an. Gar nicht mal so schlecht, ne? Schöne Karte. Gefällt mir ganz gut. Was wir machen könnten, ist natürlich schon mal Bäume roden. Da gehen wir ins Asset-Menü. Ist ja kein Problem. Und dann haben wir hier Radiergummi-Tool. Okay, oder auch nicht. Warte mal kurz. Das haben wir gleich. So, komm. Warte mal kurz. Es ist doch... Okay, so... Wird das irgendwie weniger? Nee, ne? Liefern Maschinen und rote Bäume. Muss ich erst die Maschinen liefern, oder was? Oder machen... Weil irgendwie, da geht's nicht. Oder? Mal ganz kurz auf Start. So, ah doch, jetzt geht es. Ah, jetzt geht es. Alles klar, weg zur Kurse. Ja, machen wir alles weg hier. Dann haben wir den ersten Teil auch schon fast erfüllt. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Maschinen. Alter, ey, diese Performance ist ein Albtraum, ne? Also, Urban Games, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber die Performance ist echt unter A. Sorry, man muss es wirklich sagen, unter aller Sau. Sorry, wenn ich das so deutlich sage. Aber es geht nicht anders. So, Bäume sind zu roden, das haben wir geschafft. Das können wir mal wegmachen. Jetzt müssen wir Maschinen ranliefern. Maschinen haben wir hier hinten. Was, tja, da würde sich ja fast anbieten, einen kleinen Bahnhof hinzusetzen, oder? Machen wir mal einen Frachtbahnhof, aber nur einen kleinen Güterkopfbahnhof. Ich weiß nicht, ob wir noch von da aus weiter raus müssen. Deswegen mache ich da einfach mal, ja, einen normalen Bahnhof erstmal hin. Ich drehe das mal. Gebiet ist gesperrt. Gebiet ist gesperrt. Ah, hier geht es. Okay, dann müssen wir es von hier aus anliefern und dann verteilen. Machen wir gleich mal zwei. Und ja, 150 müsste doch theoretisch reichen. So, machen wir so. Dann gehen wir direkt darüber. Drehen. Und den Rest verteilen wir dann halt. So, Gleise. Wir brauchen mal keine Hochgeschwindigkeit. Das ist zu teuer. Das ist Blödsinn. Dann gehen wir hier über den Fluss. Kostet mal eben 4 Millionen. Alter, die Performance. Es tut mir leid, wenn die Performance so abartig ist. Ich wünschte, ich könnte es ändern. Kann ich aber leider nicht. Damit müssen wir leider momentan alle klarkommen. Das ist einfach nur... Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so extreme Performance-Probleme habt. Das ist Wahnsinn. Es ist echt nicht mehr lustig mittlerweile. Oder wie das Spiel bei euch läuft. Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So. Oh, Gottes Willen, ey. Es ist so ätzend. Ja, wie gesagt, so schön das Spiel auch ist, aber die Performance ist unter aller Sau. Sorry, das muss man leider so gnadenlos sagen. Es ist leider die Wahrheit.
15 Frames hier. Okay, ich habe ja noch nebenbei das Aufnahmeprogramm ja laufen, ne? Aber trotzdem, ey, das ist schon ziemlich scheiße. So, machen wir hier mal eine Kreuzweiche. Machen wir hinten auch noch mal eine Weiche und dann können wir schon mal Sachen anliefern. So. So, zack. Das klappt wunderbar. Jetzt machen wir noch ein Signalchen hin. Ja, zack. Passt. Gibt es noch ein paar Blöcke? Das mache ich mal ganz gerne. Einfach, wenn hier mehrere fahren, dass sie sich halt nicht behindern. Ja, zack. So, auf der Brücke. Die übrigens ganz cool aussieht. Gefällt mir ganz gut so. So, okay. Dann planen wir mal eine neue Linie von hier nach da. Jetzt muss ja noch verteilt werden auch noch. Das ist dann Maschinen. Da, zack, haben wir auch. Sehr gut. So, Maschinen. Das ist auch gut eingeteilt. Passt perfekt. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt das Depötchen bauen. Zugdepot. Ich weiß bloß noch nicht, wo wir es ranbauen. So, dass wir möglichst in beide Richtungen könnten. Gleise, danke. Das war aber ganz schön scharf kalkuliert hier. So, der kann dann da drauf. Das ist okay. Ich möchte aber auch, dass der von dem Gleis drauf kann. Na doch, passt doch. Nein, das geht doch. Kein Problem. So, die können in die Richtung. Das ist schon mal gut. Jetzt gehen wir hier ein bisschen raus. Das ist auch nicht möglich, weil... Ach, wegen den Dings. Alles klar. Wegen der Weiche. So, was haben wir da? Den haben wir nach außen gelegt. Ziemlich knapp das Ganze, aber es geht. Naja, fast, ne? Das ist jetzt nicht so optimal. Okay, nochmal. Na, warum geht's? Warum willst du denn da nicht? Steigung zu groß. Ach komm. Ach, hör doch auf. Oh. Nein, das warte mal ganz kurz. Das gefällt mir aber gerade gar nicht, dass der hier so komischen Kram hier macht. Machen wir es mal so. Na, geht doch, sage ich doch, dass das geht. So. Alles Klärchen. Okay, Maschinen brauchen wir. Mal gucken, was wir hier so Feines haben. Amerikanische Loks haben wir. Das ist schön. Was nehmen wir denn mal? Elektrisch wäre eine Möglichkeit. Diesel hätten wir aber auch im Angebot. So, 1300, 3000 kW. Ich gucke immer nach der Zugkraft vor allen Dingen. 120, 105. 4,3, aber braucht auch dementsprechend mehr Power. Und das ist ein bisschen
Was haben wir denn hier? Metroliner. Auch schick. Na, nehmen wir Diesel. Die sind kosten weniger, deutlich weniger. 1,8, 1,84. 2,9, 2,6. Ja, da fangen wir hier schon bei 1,9 an. Dann nehme ich wirklich die Diesel mit 1,8 hier. Der hat 3000 Zugkraft plus 120 km/h. Das ist gut. In Rot. Hinzufügen. Cargo. Oh, schick. Das ist hier so ein gedeckter Güterwagen. 1, 2, 3, 4, 5, 138, 162. Das ist okay. So. Feuer frei, mein Freund. Leg los. Schick, schick ist er. Ja, schick. Wunderschön. So, zack. Der fährt los. Ich hoffe mal, dass das okay ist, wenn wir das hier ranholen. Guck mal, wie weit ist denn der hier? Ja, die Grube ist abgedeckt, aber die anderen Gruben sind nicht abgedeckt. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal hintransportieren. Gucken wir doch gleich mal. Wenn wir gerade dabei sind, LKW-Station. Gebiet ist hier gesperrt. Das sehe ich aber anders. Da oben ist es nicht gesperrt und da bauen wir auch an. So. Ah, hier geht es nämlich auch. Da können wir nämlich einen Truck. Was ist das denn hier? Das sieht ja echt. Oder ist das hier schon eine Dingsbums? Sieht so komisch aus, dass das hier. Muss ich echt mal gucken. Warte mal kurz. Das sieht echt komisch aus. Von hier. Die sind alle irgendwie schon komisch eingefärbt. Deswegen wundert mich das jetzt gerade. Okay. Warte mal kurz. Gebiet ist gesperrt. Ja, wie kriege ich die denn ran hier? Ja, mal gucken, wie das läuft jetzt. Mal sehen, was hier Faktum ist. Gebiet ist gesperrt. Ich kann da nicht hin. Mal gucken, wie das hier läuft. Warte mal, das müssen wir uns echt mal angucken. Wo ist denn der Metroliner? Quatsch, Metroliner. Da hinten kommt er. Ich hoffe, der hat schon was an Bord. 16 immerhin. Ich hoffe, das wird doch abgeliefert. Bin gespannt. Ich gebe mal Vollgas, liebe Freunde, einfach vorankommen. Gucken, ob das zählt. Bin gespannt. Ja, zählt. 1. Maschinen liefern 1. 2. Ach guck, habt ihr das gesehen? Der hat. Ach, jetzt tickert das erst hoch. Ah, ist klar. Das ist wieder diese Verzögerungstaktik. Ja, ja. Okay, aber es sah cool aus, ne? Ihr habt gesehen, die ganzen Schiebewagen da gingen auf und zu. Das ist cool. Nicht schlecht. So, wie sieht's denn hier aus? Was hast du denn hier? 17. Ja, das ist wieder diese in die Zeit, in die Länge Zieherei. Normalerweise würde das rucki-zucki gehen. Aber naja. Okay, das funktioniert, das ist okay. Dauert jetzt halt nur. Das können wir uns noch sparen. Das ist automatisch hier anscheinend. Typ im Lager 0. 8. Vielleicht kriegen wir, wenn wir hier was beliefert haben, das dann offen oder so.
Mal ganz kurz gucken. Ich will hier mal irgendwie. Kannst du nicht hinbauen, ne? Gebiet ist gesperrt und darf hier nicht bauen. Gebiet ist gesperrt. Ich darf nicht bauen. Ist auch ein bisschen komisch. So, 12 haben wir. 13. Der andere kommt an. Wir haben dann hier 26. Macht natürlich einen riesen Minus momentan. Aber das ist ja normal. Ja, guck mal, die Schiebewaggons gehen auf. Das ist cool. Das ist eine coole Animation. Das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. So, Vollgas, damit das erledigt wird. Ich finde, die LKWs hier, die sind cool. Die haben was. Was ich aber nicht so ganz verstehe, wenn wir mal ganz kurz ein bisschen Stopp machen. Wir haben es ja auch schon im Anfangsbild gesehen. Warum ist hier nochmal eine Leiter dran, wenn hier eine Treppe hochgeht? Ich verstehe den Sinn nicht, weil du kommst da eh nicht ran. Dann müsstest du hier irgendwie durchs Geländer klettern. Irgendwie sehr merkwürdig, das Ganze. Verstehe da den Sinn nicht so ganz. Naja, egal. Okay, volle Pulle. Wir geben Vollgas. Wir wollen ja vorankommen. Wir wollen ja die Mission abschließen. Wobei das mit Sicherheit noch eine ganze Weile dauern wird. Wie ich so Transport Fever kenne. Beziehungsweise die Kampagne. Vielleicht öffnet sich das dann jetzt auch, dass wir dann weiter abtransportieren können. Weil hier ist jetzt hier zum Beispiel dann Öl. Das müssten wir ja auch irgendwo hin transportieren. Hier wahrscheinlich in die Stadt dann. Genauso wie wir da Brötchen hin transportieren sollen. Was hier unten wieder ist. Der Ölsandabbau hat begonnen. Sorge dafür, dass das fertige Produkt einen Abnehmer findet. Ja, das würde ich gerne machen. Ich würde gerne nämlich das Öl hier hinbringen. Und dann auch schon mal den Plastik mit versorgen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Wenn wir noch einen Öler da liefern lassen. Und jetzt ist das hier nämlich auch offen. Und dann werden wir das nämlich in beide Richtungen exportieren. Einmal in die City und einmal nach da oben. Und dann noch einen zweiten Zug dahin bringen. So, deswegen bauen wir jetzt hier nochmal einen... Wieso ist das Gebiet gesperrt? Das ist doch scheiße. Da geht es, aber da kann ich, da darf ich nicht. Hier geht es. Dann machen wir mal gleich mal zwei, nee, warte mal. Einen links. Kann ja so bleiben. So. Alles klar, dann gucken wir uns jetzt mal die Linie an. Linie. Können nicht verbunden werden, weil da noch keine Verbindung ist zu einem Straßennetz. Alles klar, das ist ja auch heiß. Da muss ich erst noch eine Verbindung bauen, eine Straße. Okay, kriegst du eine Straße. Was kriegst du denn da? Eine extra große Landstraße? Na komm. Dann gehen wir mal so. Damit wir das auch hier hinten ran transportiert bekommen. Gebiet ist gesperrt. Da können wir schon wieder nicht bauen. Ich werde irre. Wie soll ich denn das da wegkriegen? Warum nicht möglich? Ah. Kollision, okay, das geht aber noch. Wieso ist denn das hier gesperrt? Muss ich echt so einen riesen Umweg fahren, oder was? Das ist doch doof. Ganz ehrlich, das ist doof, dass ich das hier nicht benutzen kann. Ich will das doch dahin auch bekommen. Ich meine, nach dahin ist kein Problem.
Aber ich will es auch nach Dao hinbekommen. Okay, das geht teilweise. Na, warum ist jetzt hier eine Kollision? Oh, die Performance. Na, wegen dem Wasser. Wegen dem Wasser. Okay, dann müssen wir es nochmal wegreißen. Wir kriegen das hier schon hin. Wäre gelacht, wenn wir das nicht irgendwie machbar hinbekommen würden. Und wenn ich hier ganz vorsichtig am Rand fahren muss, das ist mir relativ egal. Na, dann machen wir so. Na, zack. Geht doch. Okay, und dann versuchen wir nochmal abzugraden. Gut, es irgendwie geht, da wird es nicht gehen, das ist klar. Dann müssen sie sich halt so teilen. Hilft nichts. Aber jetzt müsste die Route auch gut sein, oder? Ja, jetzt geht es nämlich. Sehr gut. Okay, dann holen wir uns jetzt mal ein paar Fahrzeuge. Cargo. Tank-LKW. Wir müssen ja das Öl auch dahin schaffen. Mal so 10 Stück. Yelp. Linie 1, die ich nochmal umbenennen muss. Öl. So, die werden das dann dahin bringen. Die sind ganz schön flott unterwegs hier. Und dann können wir hier oben einen Öler hinpacken, der den Öler, das Öl hier hinfährt und von da aus weiterleitet nach da. Dann haben wir da Plastik. Wäre auch geil, oder? So machen wir es. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das heißt, wir setzen nochmal eine Straßenverbindung hin. Dann machen wir aber eine normale, eine mittlere. Reicht da vollkommen aus. Brauchen wir auch nicht so viele Fahrzeuge. Passt schon. Gebäude, dann nehmen wir eine LKW-Station. Und die nehmen wir dann auch hier. So, das ist das. Dann richten wir auch schon mal eine neue Linie ein. Öl 2. Nennen wir das Ganze. Ganz simpel, dann haben wir da Plastik nämlich. Plastik können wir bestimmt später auch noch gut gebrauchen. Werden wir bestimmt gebrauchen. Umsonst ist es ja nicht da. Da. Gebäude. Ich brauche hier auch nochmal ein Straßenfahrzeugdepot. So. Haben wir nochmal Öl. Dann nehmen wir aber nur 2 oder so. Das sollte reichen. In grün, wenn es geht. So, die fahren. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Zug, der Öl transportiert. Wenn wir natürlich den ein bisschen umbauen würden, den einen, dann könnten wir den auch Öl mit zurücktransportieren lassen. Weil, ist hier denn überhaupt noch was? Produzieren die noch? Produktion 100. Weil der hat jetzt gerade überhaupt nichts drin, ne? Nicht, dass der jetzt komplett... Der produziert jetzt gerade echt null. Dann muss ich das umbauen müssen. Warte mal ganz kurz, stopp. Wir schicken dich mal ins Depot. Ja, ich weiß. Dann dreh um. Oh ja, dann mach. Dann drehen wir dich gleich nochmal komplett. Dann bauen wir dich jetzt um auf Öl und schicken wir nämlich Öl mit nach oben und von hier unten dann auch nochmal Öl. So, okay, im Depot.
ändern. Okay, weg, 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 weg. Kesselwagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee, das ist zu viel. Farbe rot. Dann heißt das jetzt auch anders. Linie. Öl. So, ich hoffe, dass die jetzt da oben hinliefern und was mitnehmen können. Normalerweise müssten sie es machen. Aber noch ist keine Produktion. Im Lager. Du darfst gerne produzieren. Also ich habe damit kein Problem. Oder bist du zu weit weg? Aber du bist doch eigentlich in Reichweite. Normalerweise. Nicht, dass der Zug jetzt da umsonst fährt. Wenn nicht, leiten wir dich halt nochmal um. Ist ja auch nicht das Problem. Fort Zentrum. Nee, dann machen wir das. Machen wir dich mal weg. So, dich bringen wir mal dahin. Ist noch keine Produktion. Okay, die wollen da. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Von hier nach. Wir müssen ja erstmal was bauen. da hier mehr kommen wird. Hier ist das meiste mit dem Öl. Machen wir mal eine Truck Unload. So, Linie. Öl. Stadt. Linie verwalten. Haltestelle hinzufügen. Zack, Ahornweg. Und dann müsste es gehen. Und noch ist hier gar nichts. Das ist schon. Komisch. Mal 4 Stück kaufen. In Blau. Ölstadt. So, und jetzt muss ja was passieren. Momentan fahren wir hier alle umsonst und das ist doof. Ich will die da oben versorgen. Ihr dürft gerne produzieren. Aha, aha. Jetzt kommt ein bisschen was. Hier noch nicht. Aber momentan fahren die da wirklich umsonst. Ne? Das ist gefährlich. Ja, vielleicht ist es aber ganz gut für die Zukunft. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. So, das läuft. Hier ist kein Betrieb. Da oben ist Brot. Die brauchen auch Öl. Also müssen wir es eigentlich hier nach oben auch noch weiter transportieren, damit wir das hinbekommen. Na, also seit die Ölsande von Athabasca entdeckt worden sind, erlebt die Gemeinde Fort McMurray einen beispiellosen Aufschwung. Die Ölindustrie schafft laufend neue Arbeitsplätze und bietet so zahlreichen Familien ein Auskommen. Die Jobs sind gut bezahlt und heiß begehrt. Laufend pilgern Menschen aus ganz Kanada hierher, um sich niederzulassen. Um die Mitarbeitenden und ihre Autos zu schonen, bietet deine Firma einen einzigartigen Service an. Die Leute werden mit dem Bus zu ihrer Schicht gebracht. Okay, wir sollen jetzt zur Raffinerie bringen, also dahin. Okay, kein Problem. Also bauen wir jetzt Busverkehr auf. Kein Thema. Dann bauen wir ein paar Haltestellen auf. Dann holen wir die Leute ab hier.
schön einsammeln. Dann bauen wir eine neue Linie auf. Überhaupt kein Thema. Neue Linie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, es ist ein bisschen Kuddelmuddel jetzt. Es ist nicht optimal gelöst, aber ist okay. Wir nennen es mal Busraffinerie. Nee, Blödsinn, Raffinerie. Mein Gott. So, Busraffinerie. Alles klar. So, Fahrzeuge kaufen. Passagier. 60 km/h, 80 km/h, 80 mit 13. Echt nicht viel, ne? Mit 90, mit 18. 100 oder den Volvo mit 120 und 17. Chevrolet. Ach komm, wir holen uns hier den Volvo, dann machen wir mal 4 Stück erstmal für 2 Millionen, Alter. So, klappt auch. Busraffinerie, Feuer frei. Da kommt er. Schicker Bus. Das sieht cool aus. Ja, und ich brauche mehr Öl. Leute, ihr müsst mehr Öl produzieren. 1%. Hier ist nix, ne? Also die sind gerade echt... kosten uns gerade einen Haufen Geld und bringen aber nichts. Das ist ärgerlich. Den verkaufen wir mal. Momentan bringt es nichts. Aber wir werden wahrscheinlich hier hoch expandieren noch. Also da gehe ich mal ganz felsenfest von aus eigentlich. Dass wir das hier auch noch hin und her bekommen. So, wie sieht's aus, Leute? Wollt ihr mitfahren hier? Ah, hier wartet schon einer. Das ist gut. Die Trucks fahren da auch hin. Ja, ne? Das ist schon böse hier. Das ist auch noch böse. Das hier geht ja noch. Aber die hier sind noch böse und das hier auch noch. Also da machen sie noch keinen Gewinn. Ich mache noch überhaupt keinen Gewinn. 84 Sekunden. Kommt noch nicht so richtig in Schwung, die ganzen hier. Ja, es sind schon ein paar mehr, das ist gut. Sehr schön. Ah, so sieht es natürlich wirklich traumhaft aus, ne? Aber wie gesagt, Performance ist, ich kann es immer nur wieder sagen, wirklich echt, echt, echt schlecht. Also Urban Games hat da sich keinen Gefallen mitgetan, muss ich leider sagen. So schön das Spiel auch ist, ne? Aber das ist ein Kritikpunkt, den müssen sie sich gefallen lassen. Finde ich echt furchtbar gelöst, Performance. So, die fahren 15 sind schon da. Wollen wir den Rest ja auch noch hinkriegen. Vielleicht können wir dann exportieren, wäre schön. Versorge das boomende Städtchen mit allem, was das Herz begehrt. Essen, Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichem Nahverkehr. Zwar haben alle hier ein Auto, doch ein noch besseres Verkehrsangebot schadet nie. Ja, würde ich gerne machen, wenn hier mehr Power wäre. Also wir brauchen... Frage ist, ob die jetzt das mitnehmen oder nicht. Waren liefern und Nahrungsmittel liefern. Ja, dazu brauche ich aber Öl. Dann kann ich hier Waren produzieren und Nahrungsmittel. Ich brauche zweimal Öl, was ich von da nach da transportiere. Jetzt ist die Frage. Ist noch nicht so viel. Die Frage ist, wenn ich jetzt nochmal einen Zug dahin schicke, ob das dann funktioniert.
nehmen wir nochmal... Ja, 105. Wir brauchen schon die Power. Schicken die nochmal auf die rote Öllinie. Cargo machen wir auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eben verkauft. Jetzt schicken wir ihn wieder auf die Linie. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ne, also... Ich hoffe, dass es jetzt akzeptiert wird. Und dass sie dann hier auf die gelbe auch was liefern. Ja, jetzt... Da war... Da, jetzt liefern sie auch das. Jetzt funktioniert da oben auch die Weiterleitung. So, dass wir das dann auch hier hinbekommen. So, dann haben wir nämlich das hier. Dann haben wir hier Öl hier oben. Und dann könnten wir Öl auch hier hinbringen. Und dann Umschlagsplatz machen und wieder zurücknehmen. Das heißt, wir müssten hier erweitern. Können wir machen. Hier kann durchaus ein Zug reinfahren. Man muss ein Öler durchfahren, ein Öler muss dann da hinten hinfahren. Dann machen wir es. Dann machen wir alles per Zug. Das können wir gut machen. Können wir genau dazwischen bauen, dass wir beide bekommen. Und das ist schon vorteilhaft. Machen wir auch einen guten Durchgangsbahnhof. Mache ich auch nur auf 160. Wir müssen nicht übertreiben. Finde ich jetzt. Vielleicht kriegen wir die mal zusammen. Warte kurz. Ja, dass wir die möglichst beide gleichzeitig abdecken können. Das wäre geil, ne? Wenn wir beide im Einzugsbereich hätten. Ja, das geht sogar. Das geht sogar. Das ist doch geil. Dann können wir beide abdecken. Wir können beides Zeugs mitnehmen. Das ist super. Das ist doch super. Dann haben wir beide abgedeckt. ...120, 180 reicht vollkommen aus. Reicht vollkommen aus. Hier gehen wir dasselbe mit. Ja, Öl hin. Ne? Öl packen wir hin. Ja, zack. Nehmen wir einen Güter, der das den ganzen Krempel dann wieder mitnimmt. Ja, gehen wir mit. Wir nehmen das so in Kauf. Na komm. So, und dann wird der da angeklemmt. So, zack. Also bis jetzt, die Mission hier ist relativ easy. Ich finde, das ist auch okay so. So. Schnell mal ein Gleis gelegt, also eine Weiche. Muss ich mal ganz kurz gucken, wie die Signale hier sind. Wie ist denn das? Das ist da. Okay, in die Richtung. Okay, machen wir es so. Einer muss durchfahren. Und dann muss da oben... der das mitnehmen, dann unten lagern. Und halt dementsprechend mitnehmen. So, zack. Schöne lange Strecke. So.
So, hier noch. Jetzt wird's interessant. Ob wir hier eine Weiche reinkriegen. Sieht aber, glaube ich, doch ganz gut aus, wenn die Seite jetzt mitmacht. Und das tut sie. Das ist gut. So, jetzt nochmal das Thema Signale. Alles klar. Die Richtung. So, zack. Okay, das haben wir auch. Also, oh, neues Fahrzeug. Oh, Speedance Express und Skoda. Okay, sehr geil. Jetzt müssen wir natürlich überlegen. Wir brauchen jetzt... einen, der hier durchbrettert, das da oben hinbringt und einen, der dann das ganze Zeug wieder zurücknimmt. Optimal wäre natürlich, wenn wir einen Zug hätten, der sowohl Öl als auch das andere dann mitnehmen könnte. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay, Fahrzeuge kaufen. Jetzt gucken wir mal. Diesel nehmen wir. Wir nehmen die hier. Nehmen Öl mit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Öl. Und dann nehmen wir mit das Zeugs. Was kann der? Der kann nur Steine. Okay, dann nehmen wir noch die mit. 1, 2, 3. Okay, machen wir mal anders. Den nehmen wir weg. 3 zu 4. Ja, okay, machen wir. Okay, da wollen wir uns gleich für 50 Millionen, Alter. Da wird ja schlecht bei. Boah, da wird ja schlecht bei. Übel. Okay, die müssen durchbrettern. Hilft ja nichts. Neue Linie von hier. Ja, das klappt auch. Das ist okay. Da können sie sich durchwühlen. Okay, sollte klappen. Okay, das ist dann Waren. So. Okay, Jungs, dann macht mal. Blödsinn. Alle? In Orange, bitte. Waren. Los geht's. Dann bin ich gespannt. Jetzt müsste auch Öl hier liegen, dann für die andere Seite. Für die Waren. Die Waren müssten dann weggenommen werden. Hiervon. Dahin transportiert werden. Cargo, du kannst alles, ne? Du kannst nur, genau, du kannst alles mitnehmen. Cascadia Plan LKW. Okay, dann nochmal eine neue Linie von hier nach komplett hier durch. Waren Stadt. Ja, Waren Stadt. Und da brauchen wir jetzt ordentlich welche. Dann nehmen wir hier die alle, diese kompletten. Die können alles mitnehmen. Das ist auch gut so. Ruhig mal 10 Stück für 9 Millionen. Das ist Wahnsinn. Waren Stadt. So. Dann macht mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, liegt auch da, das ist gut. So. Ihr bringt das Zeug dahin. Hier wird dann produziert. Und dann nehmen wir es mit. Und dann können wir es vielleicht auch in die Richtung nochmal verteilen. Aber dafür brauchen wir mehr. Wir brauchen viel mehr Öl. Richtig viel Öl. Brauchen wir.
Nicht nur so kleckerweise. Und wenn ich könnte, würde ich noch viel mehr LKWs hier drauf packen. Okay, das klappt hier. Hast du schon was dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du hast noch nichts dabei. Das ist ja auch völlig legitim. Muss ja erstmal auch produziert werden. So, das klappt. Was wollen die? Die wollen ja wirklich nur das haben, ne? Ziegelsteine wollen die da nicht haben. Kommt bestimmt später noch. Ja. 31 Millionen, das ist der Wahnsinn, was hier abgeht, ey. 13 nimmt der mit. 4, das ist zu wenig. Er wartet brav, hast du gut gemacht. Also bis das hier mal richtig ins Rollen kommt, das dauert noch eine Weile. Da wird Waren produziert. Die Waren können wir auch... Okay, die können wir dahin bringen. In den Verteiler. Machen wir gleich mal. Truck. So, hier ist ebenfalls. Okay, haben wir. So, haben wir auch. Haben wir auch. Dann bauen wir jetzt hier nochmal ein neues Gebäude hin, nämlich hier eine LKW-Station nochmal. Müsst ihr alles kriegen. Die ersten Waren sind da. Sehr gut. Noch nicht viel, aber immerhin. Vielleicht muss ich nochmal einen extra Öler hier hochschicken oder sowas. Ich weiß noch nicht. Naja, immerhin ein bisschen was nimmt er mit. Das ist ein alter Mischzug, ne? Das ist halt nicht so viel. Was schön ist, guck mal, die fahren auch gleich rüber. Auch geil. Ja, neue Linie. Von hier nach hier. Warenstadt. Ich mache das jetzt ganz, ganz unkompliziert. Bloß keine komplizierten Sachen mehr. Von da nach da. Warenstadt. So, sehr gut. Hier liegt jetzt wieder ein bisschen was. Hohes Verkehrsaufkommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Tatsache. Okay, wir machen gerade echt übelst Minus. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So, lass mal machen. Wir nehmen alles mit. 3 Stück. Für die grüne Linie. Und... Fahrzeug kaufen. Nochmal 3. Für die dunkelblaue Linie. So, ich hoffe, dass sie das auch akzeptieren. So. In der Hoffnung, dass das klappt. 16 Millionen auf dem Konto nur, das ist nicht viel. Wir machen gerade herben Verlust. Ja, 6 Millionen im Jahr, das ist schon... Ich muss mal gucken. Die Dinger hier vielleicht austauschen gegen alles Transporter. Dann könnten wir uns eventuell eine Linie sparen.
könnten wir uns die braune eventuell sparen. Fahrzeuge verwalten. Gegen die Allesdinger. Ja, dann, wie gesagt, dann sparen wir uns halt die ganzen Trucks hier. Vielleicht ist das ein bisschen produktiver dann einfach. Dann können wir nämlich die braune Linie, die hier, die Warenstadt, nämlich anders fahren lassen. Linie verwalten, die fährt ja von da oben hin. Du fährst aber bitte... Moment. Das ist jetzt ganz... Nee, wollte ich gerade sagen. Okay, dann machen wir es mal anders. So, nimmt er effektiver. Was der ganze Gumpel hier ankommt. Hier liegt jetzt nämlich Benzin etc. pp. Das müsste jetzt eigentlich auch gut ankommen. Können wir konfigurieren? Ja, können wir. Da müssen wir gleich mal was machen. Straße. Da müssen wir die nochmal ändern. Warenlinie. Na, was ist denn hier los? Geh rüber so, sollst dich aufteilen. Nein, nutzt er leider nicht. Na, wie sieht's hier aus? Öl haben wir, okay. Waren. Und der holt wenigstens was, macht aber keinen Gewinn. Und nimmt Waren, da ist viel los. Aber der Ölzug an sich... Essen. Okay, jetzt liegt hier auch mal was. Öl. Ja, Öl ist... Also, ich müsste eigentlich noch mal einen reinen Öler mit drauf auf die Strecke bringen. Machen wir auch. Elektrisch. Diesel. Der kostet allein schon 11 Millionen. 4 Millionen. Wenn ich den nehme, der hat aber so wenig Zugkraft. Es ist... Egal. Komm, Cargo. 1, 2, 3 Stück. Nicht genügend Geld, ich werde irre. Jetzt so, und du gehst nochmal auf die Warenlinie mit drauf. Das war jetzt nicht so gut vom Tempo her und so weiter. Wird auch ein bisschen bremsen, aber ich muss das hier wegkriegen. Das ist ja bares Geld, was hier liegt. Wir sind gut pleite, also das ist schon heftig. Macht Gewinn, das ist schön. Ja, ja. Die machen Minus, das ist nicht gut. Der eine macht zumindest Minus. Da muss ich vielleicht mal auswechseln. Wirklich auswechseln. 24 Sekunden. Das ist gut hier. Umweltschutzorganisationen protestieren gegen den Ölsandabbau. Das ist natürlich legitim. Jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dein Unternehmen ist sich der Verantwortung selbstverständlich bewusst und tut alles, was in seiner Macht steht, um schädliche Einflüsse so gering wie möglich zu halten. Um zu zeigen, dass du Umweltangelegenheiten ernst nimmst, gehst du sogar freiwillig eine Extrameile.
Die Auswirkungen des Ölsandabbaus auf die Umwelt sind äußerst gering. Dennoch hat sich deine Firma unaufgefordert dazu verpflichtet, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Denn Verantwortung ist ihr oberstes Prinzip. Aha, okay, kein Problem. Schauen wir doch mal, was wir machen können. Boah, hier liegt, ne, pures Gold. Das Abwasser aus der Ölproduktion wird in Absetzbecken gelagert. Diese sind absolut dicht. Doch um auch die letzten Bedenken zu zerstreuen, hat deine Firma beschlossen, zusätzliche Dichtungen zu installieren. Okay, liefere Plastik zu den Sickerbecken. Ja, das ist doch prädestiniert. Da können wir doch endlich mal hier auch das Plastik nutzen. Da müssen wir nur ein bisschen was umkonfigurieren wahrscheinlich. Beim Abbau der Ölsandreserven wurden zufällig einige versteinerte Knochen entdeckt. Stelle die Arbeiten vorläufig ein, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Okay, machen wir mal. Offenbar handelt es sich bei den gefundenen Knochenfragmenten um ein gut erhaltenes Dinosaurier-Skelett. Ein Forschungsteam will sich die Sache näher ansehen. Du hast deine Hilfe bei den Grabungsarbeiten angeboten. Okay, bringe ein Ford McManway zur Fundstelle. Okay, ich weiß noch nicht. Bringe das Forschungsteam. Ich sehe hier keinen Typi oder sowas. Wie auch immer. Na, können wir gerade nicht. Wir haben gerade kein Geld. kümmern wir uns später darum. Also Plastik müssen wir auch liefern. Würde ich gerne machen, wenn der Zug das mitnehmen würde. Dann müsste ich aber umkonfigurieren. Was sich aber eigentlich auch anbietet. Fahr du mal ins Depot. Gucken, was wir machen können. Hier, der kleine Flitzer kommt. Hier liegt, ne, 191. Das ist schon... Alter, das ist übel. Okay, wie sieht's aus? Du bist gleich im Depot. Dich werden wir umbauen. So, mal ganz kurz auf Pause. Fahrzeug verwalten. Hallo? Fahrzeug verwalten. Und das Ganze dann ändern. Punkt 1, ich werde mal diese Lokomotive hier wegnehmen und eine günstigere hier, die hier, die kleine hinzufügen, es muss reichen. Dann 1, 2, 3, 4 weg und stattdessen Cargo nochmal mit ran. Den hier. 1, 2, 3, bleibt so. Okay, und wieder rauf auf die Öldings. So, ein bisschen umkonfigurieren muss sein. Damit wir das Plastik hier ranbekommen. So, jetzt kann ich theoretisch auch nochmal eine Bushaltestelle bauen. Bringe das Forschungsteam... Wie auch immer, wie wir das machen sollen. Dann bauen wir einfach hier nochmal eine Haltestelle hin. Dann bauen wir eine Straße. Das ist ja auch geil. Hier ist das Dings. So, machen wir so. Und dann gibt es jetzt hier noch eine Haltestelle hin. Neue Linie. Grüner Weg. Nennen wir mal Forschung.
Reicht aber ein Bus normalerweise. Fahrzeug kaufen, Passagier. Nehmen wir die günstigsten, den wir haben. So, okay, machen wir. So, mit dem kleinsten Geländetool bei der Ausgrabung. Okay, Geländetool. Terrain-Tool. Mehr geht nicht. Okay, Knochen haben wir. Jetzt brauchen wir noch das Forschungsteam. Sollte eigentlich klappen. So, ihr dürft gerne weitermachen. Ich hoffe, dass jetzt hier Plastik auch ankommt. Aber müsste eigentlich. Nee, kommt, hier ist nicht viel, ne? Also hier die Waren, das ist schon ein bisschen mehr. Und der fährt jetzt raus. Und dann müsste, wie gesagt, jetzt auch Plastik hierher kommen. Ah, hier fahren ja nur Tanker, ne? Hier fahren nur Tanker. Okay, die müssen wir mal wechseln. Die werden wir jetzt mal auf jeden Fall ändern. Gegen die... Die hier. Nicht genügend Geld. Ich werde irre. Ah, jetzt ist Plastik da, ne? So, Fahrzeug verwalten. Dich würde ich gerne auch nochmal ersetzen. Jetzt kommt ein neuer... Cobra kommt jetzt. Mein Gott, jetzt geht's hier wieder Schlag auf Schlag. 900.000 kostet das. Ja, okay. Jetzt wird Plastik transportiert auch. Das klappt jetzt. Ich hoffe, dass das mit dem Forschungsteam hier irgendwie funktioniert. Noch ist hier nichts. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ist egal. So, das haben wir. Das läuft. Plastik müsste auch hier rankommen dann. Öl. Ja. Der Kleine muss es noch mehr ranbringen. Ja, der ist voll. Der macht jetzt auch Gewinn. Das ist super. Der noch nicht. Aber der müsste jetzt gleich Plastik mitnehmen. Aber er muss jetzt... Ah, der kleine Flitzer. Den wollte ich sowieso nochmal upgraden. Was? Mal stopp. Du bitte noch mal ganz kurz ins Depot. Na, was bist du? Ausgrabungsstätte. Null. Hier ist auch noch gerade keiner. Vielleicht muss ich auf die Linie nochmal ein anderes Dings mit reinpacken. Mal gucken. Nach grüner Weg kommt... Ah, was ist jetzt los? Ahornweg, Station melden folgende Probleme. Ah, okay. Güterstation, alles klar. Das ist Ahornweg, ne?
Na, jetzt passt es. Nebenbei, die Plastikgeschichte haben wir auch erledigt. Das ist gut. Mein anderer Zug ist hier drinne. Kostet 2 Millionen, ey. Da wird einem schlecht bei. Aber ich brauche noch ein paar Dinger. Ah, stopp. Den werden wir jetzt nochmal aufpushen. Zwei mittelmäßig, da wird es schon eng. So, Feuer frei. Vier Millionen Darlehen ist natürlich nicht so prickelnd, aber egal. Deine Firma betreibt ein enges Monitoring hinsichtlich etwaiger Umwelteinflüsse. Die gesunden Fische im Athabasca River belegen die stets einwandfreien Messwerte. Das vorhandene Exemplar weicht minimal von der Norm ab. Das ist absolut normal und kein Grund zur Beunruhigung. Zum Beweis soll noch ein weiteres Tier untersucht werden. So. Okay, ein Zufall. Fluss aufwärts. Den haben wir doch hier. Wo denn? Ich sehe aber kein weiteres Tier. Halt, stopp. Oh, was ist das? Oh, was ist das hier? Wie fange ich die denn? Du hast nichts gesehen? Etwas Mysteriöses? Hallo? Fange einen anderen Fisch weiter flussaufwärts. Das sollen wir hier machen. Hier ist aber nichts. Oder? Ich kann es nicht genau erkennen. Ich sehe kein Fragezeichen mehr. Das ist schon ein bisschen komisch. Also hier ist nichts weiter. Fluss aufwärts. Ja, hier ist doch nichts weiter. Maßnahmen treffen, 2 von 3. Sedimentbecken, welche Maßnahmen getroffen werden könnten. Sedimentbecken hier hinten, das haben wir. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt, ist das damit gemeint, die Nummer 3? Die Clan-Chiefs der ansässigen Ureinwohner äußerten in der Vergangenheit Kritik am Ölsandabbau. Als Zeichen ihres guten Willens hilft deine Firma dabei, die lokale Gemeinschaft mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen. Ja, wie gut, dass wir das schon angeleiert haben, ne? Das läuft nämlich schon. Das ist doch Bombe. Das ist doch gut. Können wir ja gleich mal gucken, wie hier denn so der Stand ist. 3 Minuten, das ist mir zu wenig. 5 Minuten, das ist mir auch zu wenig. Ach, nicht genug Geld. 3-Minuten-Takt. Das ist eigentlich zu heftig. Okay, verdiene Gelder mit dem Transport. Ja, das kriegen wir. Was ist mit dem Forschungsteam? Bringen das Forschungsteam von Fort McMurray? Das ist hier. Ja, der nimmt jetzt welche mit.
4 von 15. Fort McMurray. Ja, aber ich sehe nirgendwo. Also ich hoffe mal, dass es das ist jetzt. Weil hier liegt Öl en masse, ne? 310 auf der Dings, ey. Da wirst du irre bei. Plastik liegt hier auch mittlerweile. Das ist auch gut. 70%. 19, da geht noch mehr. Wenn hier doch nur mehr Öl rankäme für die Strecke, ne? Wenn hier doch nur mehr Öl rankäme. Okay, das geht nach grün, das geht nach da. Ja, das ist ja hier. Wie soll der hier hinkommen, ey? Das ist ja. Naja, das ist ja echt. Das müssen wir mal ganz kurz. Na gut, doch, können wir ändern. Mal ganz kurz Stopp. Das ändern wir jetzt mal. Das ist ja ätzend. Das geht ja gar nicht. Oh, jetzt haben wir kein Geld, Mann. Momentan krebsen wir wirklich rum, ey. Ja, ich weiß. Ich weiß doch, dass das so ist. So. Dann kurz Stopp. Den hier mal ausbauen. Den geben wir exklusiv. Nein, kein. Nein, will ich nicht. So. Ja, ich weiß, es kostet wieder einen Haufen Geld. Ist mir schon klar. 190.000 mal eben. Momentan krebsen wir wirklich rum, ne? Es ist. Komm, da sollst du anschließen. Kostet 100.000. Komm, die nehmen wir ein. Das muss drinne sein. Zuppel, zuppel, zuppel mit 10. Ja, ich weiß. Mit 10 Frames hier gerade, das ist schon übel. Wir wollen alle raus. Wir werden es, wie gesagt, mal ganz kurz unterbinden. Na los, komm. Eine Million, ey. Und wir zuppeln und warten und warten und warten. Jetzt habe ich... Mann, oh. Mein Gott. So umständlich. Ah, sehr gut. Kollision. Oh doch, das geht. Komm. Dann dürfte er da die Autobahn nutzen. Das werden wir jetzt mal upgraden. Ja, ja, ich weiß. Ist mir schon klar. Oh, zuppel, zuppel. Null Frames, Alter. Das ist. Ey, die Performance ist so kacke, ey. Ganz ehrlich. Das ist zum Kotzen. Das ist so ätzend. Einfach nur ätzend. Sorry, wenn ich mich darüber aufrege, aber. Jetzt ist das Spiel schon ein paar Wochen draußen, seit Dezember. Und es ist immer noch kein vernünftiger Performance-Patch erschienen. Da muss mal was passieren, ey. Urban Games macht was. Weil so ist es echt
unschön. So, jetzt aber. Ja, genau. Okay, so passt das in Ordnung. Kriegen wir ein bisschen besser in den Griff hier. Ja, da kommt der nächste Dings. Zwei Millionen, sehr gut. Können wir nochmal nachlegen. Okay, hat geklappt. Ja, die fahren da lang. Gut. Nehmt den Kram mit hier. Es muss weg. Ja, es muss weg hier. Und Forschungsteam ist immer noch nicht hingekommen, ne? Ist der Hammer. Muss ja mittlerweile auch irgendwie mal da sein. Zur Fundstelle, ja. Das ist doch die Fundstelle, das haben wir doch. Ja, wo ist mein... Forschung, null. Er hat doch schon welche da abgesetzt. Ja, irgendwie... Forschungsteam, ja. Wo ist denn das Forschungsteam? Ich sehe hier kein Forschungsteam, ganz ehrlich. Also ich wüsste nicht... Mohammed Clark, keine Ahnung, ja, was der Faktum ist. Also Forschungsteam sehe ich nirgends. Das ist wieder mal ganz, ganz typisch, dass man wieder suchen muss wie so ein Irrer. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Ich mache mir da gar überhaupt keinen Kopf. Ja, der Feststellbug mal wieder. Das gibt's auch mittlerweile wieder. Das ist total geil. Ah, Mann, ey. Mein Gott. So. Fahr einfach und verdiene Geld. Dass wir jetzt hier vorankommen. Weil mit den Frames macht es nämlich relativ wenig Spaß. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch natürlich die, ja, die, Kampagne natürlich noch zeigen. Hier ist ein abartiger Stau, ey. Was ist denn... Das ist doch krank hier. Ich werde jetzt mal ab auf drei Spuren. Ah, da hat man jetzt kein Geld. So, da ist wieder Geld drauf, das ist gut. Wenn ich diesen ganzen Fluss hier mal außen in den Griff kriegen, weil das ist echt übel. Na, hier geht's ja noch, hier ist kein Stau, da brauche ich jetzt nicht upgraden. Aber das hier schon... Boah, alter Falter, das ist ja nicht normal hier, was hier raus... Trotz all deiner beständigen Bemühungen zur Erhöhung der Umweltstandards nimmt der öffentliche Druck auf die Ölindustrie zu. Die Firma steht am Scheideweg. Möglicherweise wäre es ratsam, die derzeitige Dynamik auszunutzen, um neue Geschäftsfelder im Bereich der grünen Wirtschaft zu erschließen. Andererseits waren die Prognosen der zu erwartenden Erträge im Ölsandgeschäft nie besser. Investiere in den Ausbau der Ölsandindustrie oder sattle auf alternative Geschäftszweige um. Wir bleiben im Ölgeschäft, wenn das lukrativer ist. Die richtige Entscheidung. Der Bedarf an Erdöl ist ungebrochen. Die Preise explodieren. Und irgendjemand muss die Förderung ja erledigen. Außerdem,
Ohne das Ölgeschäft würde die kanadische Wirtschaft komplett zusammenbrechen. Okay, liefere Maschinen zur Raffinerie und investiere 100... Was, 1 Million? 1, 2, 3, 4... in moderne Anlagen. Okay, da müssen wir ein Momentchen warten. Maschinen liefern. Wo kriegen wir die denn her? Wo waren die das? Die haben wir doch hier gehabt, ne? Hier waren wir doch Maschinen. Jetzt hätten wir wieder Maschinenproduktion. Ich werde irre. Ah, das ist doch... Es lässt sich nicht leugnen, dass Teile des Waldes der Ölsandgewinnung zum Opfer gefallen sind. Selbstverständlich wirst du dich im Namen des Unternehmens für angemessene Kompensationsmaßnahmen einsetzen. Natürlich, machen wir das. Hallo. Hilf Forstmeister Christian dabei, Aufforstungsmaßnahmen im Umfang der zuvor gerodeten Flächen zu bewerkstelligen. Okay, wo auch immer, pflanzen Bäume. Dann machen wir das doch mal. Assets. Kein Problem. Bäume pflanzen? Ja, wo? Pflanze Bäume. Mach ich doch. Ach, okay, jetzt zählt es. Dauert nur eine Weile. Ja, dann machen wir doch mal hier schöne große Bäume. Ein gelungenes Aufforstungsprojekt. Da sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Okay. Okay, das dauert. Dann müssen wir da Kohle ranbekommen. Aber immerhin, das Gute ist ja, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, Maschinen noch mitzunehmen. Das heißt, der fährt nicht leer. Der hier. Der macht jetzt... Ach, das ist der andere. Der macht auf jeden Fall Gewinn. So, Maschinen liefern. Da sind sie noch dran. Hier muss noch was passieren. Das ist ätzend. Die wollen alle raus, wollen alle hier lang. Und hier liegt jetzt Unmengen an Brot. Ja, Forschungsteam befördern. Also ich habe keine Ahnung, wo das Forschungsteam sein soll, ganz ehrlich. Das ist mir auch ein bisschen zu, ja, unspektakulär, nennen wir es mal. Scheiß auf die Bonusaufgabe, ganz ehrlich. Es ist so blöde angegeben. Du klickst da hin irgendwo, ja, keine Ahnung. Wo soll es denn sein? Ich meine, ja, das ist für mich nicht verständlich, also. So, hier liegt immer noch so viel Zeug. Ich wünschte, ich könnte noch mal mehr mitnehmen. Maschinen liefern, in Modernisierung investieren. Ja, die machen Plus. Also unsere Trucks machen momentan mehr Plus als unsere. Na doch, machen alles Plus soweit. Außer die jetzt hier, der hier. Weil die machen nicht Plus. Und die machen nicht Plus. Und die auch noch nicht. Wir müssen nochmal investieren. Ich brauche nochmal einen richtigen Öler, glaube ich. Oder nochmal einen zweiten Zug davon. Wo ist denn der andere, der Kumpel? Und noch mehr Zeugs hier ranbekommen. Wo ist denn der Öllieferant? Da ist der. Wo ist der andere? Ja, das ist der. Okay, da ist ein bisschen im Plus. Der ist auch im Plus. Muss ich mal ganz kurz gucken. Sorry. Ah, hier, da ist er doch. Der hier.
Der EM schießt mich tot. Bitte auch mal in Orange. Und können wir den klonen? Der kostet doch mit Sicherheit einen Haufen Geld, ne? Nicht genügend Geld, ja. Wir zahlen... Ich hole uns nochmal Geld. Damit wir den klonen können. So, den nochmal klonen. Auf geht's. Zweiter Zug. Das muss weg. Das ist ja bares Gold, was hier liegt. Ne? Das ist ja... Ja, wie gesagt, wir müssen ein bisschen... hier ist jetzt richtig Party angesagt. Edmonton. Nach Athabasca. Stehen die schon wieder hier im... Das ist ja Wahnsinn, ey. Die stehen hier alle in der Schlange. Das ist ja echt übel, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist das heftig, ey. So, hier muss ein bisschen mehr passieren. Ich erwarte, dass hier noch mehr Öl ankommt. Vielleicht müssen wir mit dem Dings arbeiten hier, dass man irgendwas sieht mit dem Landnutzung, Geschwindigkeit, Reiseziele. Güter. Höhenlinien wird es nicht sein. Also ich wüsste jetzt nicht, wo hier irgendwie eine Forschergruppe sein soll. Also ich finde es, wie gesagt, ne, total... Ja, ich weiß auch nicht. Einfach nur doof. Haben wir gerade fett Minus. 15 Frames, das ist ein Witz, Alter. Komm, bring uns Geld. Na, immerhin bringt er uns ein bisschen was. Ah, 80. Ich zahle mal die Schulden ab. Ah, hier müssen wir ordentlich bezahlen. Du. Ja, du bist. Ja, da könnte auch noch ein bisschen mehr gehen. Ja, aber immerhin, ne? Es wird transportiert. Fährt auch fast voll wieder weg. Machen aber trotzdem gerade keinen Gewinn. Zinsen. Es geht ja noch Investitionen. Ja gut, wir haben viel investiert, ne? Es ist schon heftig. Kommt der nächste. Wir haben noch gar keine Einnahmen generiert. Müsste aber jetzt... Ah, das ist
krank hier. Was ist denn mit euch? Warum steht ihr denn alle? Seid ihr ein bisschen doof? Ihr seid ja echt ein bisschen doof. Warte mal kurz. Kann doch nicht wahr sein, ey, dass ihr hier so heftig unterwegs seid. Was ist nur wieder los? Na komm. So, jetzt sollte es wieder gehen. Halt euch mal hier auf, ey. Das ist ja ekelhaft, was ihr hier macht, ey. Ganz ehrlich. Verkehrsfluss ist echt, echt übel gerade. Wird es nicht gehen, das war klar. Warum drehen die da? Hallo, was soll der Blödsinn? Schon wieder Stillstand. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Okay, im Plus. Sehr gut. Aber so richtig voran kommen wir noch nicht. Ich werde das mal ändern hier. Das ist ja... Man fährt da eine Route lang. Ja, da fährt die Route lang. Wir werden das mal ändern, weil das geht so nicht. Das geht so überhaupt nicht. Na komm, dann gehen wir da ran. Fahrt mal dahin, wenn wir hier mal das Stück wegreißen. Na was denn? Ist doch keine Meldung. Ist doch alles da. Route ist doch da. Na, damit das hier vielleicht ein bisschen besser mal fließt. Na komm, wir brauchen ein bisschen Geld. Schall mal zurück. Ja, hier wird's. Ja, hier kommt langsam was. Das ist gut. Aber jetzt haben wir den Stau da hinten. Ey, das ist Wahnsinn. Wenn ich jetzt anfangen würde, hier auch noch eine Transport von Personen. Na dann Hut ab, ey.
Jetzt will ich mal ganz kurz was gucken. Warte mal, das lässt mir hier keine Ruhe, ne? Bringe das Forschungsteam von Fort McOneway zur Fundstelle. So, die Fundstelle ist doch das hier, oder nicht? Ausgrabungsstätte. Vielleicht muss ich nochmal einen anderen Dings setzen. Vielleicht nochmal ein bisschen verändern. Na komm schon, ich brauche hier mal eine Bus-Tram-Haltestelle. Hier irgendwie dahin nochmal. Technisch kommen wir nicht voran. Das dauert mir gerade ein bisschen zu lange alles. So, Forschung. Linie verwalten. Finkenweg, so. Vielleicht bringt es ja das was. So, 1,4 Millionen. Vielleicht sollten wir wirklich auch mal anfangen, drüber nachzudenken, das Ganze. Waren 102. Also richtig aus dem Knick kommen wir gerade nicht, ne? Wir brauchen Geld. Okay, der kommt schon wieder nicht klar. Und hier liegen Unmengen wieder. Ich überlege da ernsthaft, ob ich da nicht einen Kreisel gleich hinbaue. Können wir bestimmt, oder? Mal ganz kurz Pause. Bau nicht möglich, weil... Ach, Quatsch. Na komm, mach dann mal weg hier. Ob wir jetzt hier einen Kreisel hinbauen, das kannst du aber annehmen. Das ist ja echt ätzend so. So, jetzt aber. Ach, 38.000, ernsthaft? Na komm, bau das an. Hier ist noch ein bisschen, als habe jetzt zu wenig, finde ich, Kohle. Moment. Damit sich das hier mal ein bisschen entspannt. Und die ploppen jetzt hier weg. Ja, okay, bringt ja auch nicht wirklich Sinn. Ja, wir müssen das da anschließen. So. Na komm. Oh. Haben wir es jetzt? Kann dahin, der kann dahin, die sollen alle dahin führen. Okay. Na, jetzt fahren sie wieder.
tut sich jetzt gerade nichts. Jetzt fahren die da durch. Ich werde ja irre. Ey, das ist ja, die sind ja unverschämt, ne? Die sind ja echt unverschämt. Die sind ja echt hart drauf, ey, ganz ehrlich. War auch nicht möglich. Weil... Aber was ist denn das hier für ein Kram? Wieso geht denn das nicht? Mein Gott. So, und ihr sollt dann nicht durchfahren. Ihr könnt das von mir aus so nutzen, das ist mir egal. Aber da muss auch gut sein. So, macht hin hier, komm. Mal spannend, wie das jetzt hier läuft. Ob das sich ein bisschen entspannt. Okay, das sieht gut aus. Jetzt fließt es hier. Die hinten jetzt noch nicht. Nicht die. Ah, es fehlt an Geld einfach, ne? Boah, es ist so abartig hier, ey. Ihr dürft auch gerne mal rein, also ihr lasst sie doch mal rein hier. Irre. Irre. Fast schon abnormal. So, komm. Lad aus. Ja, der macht ja Gewinn, ne? So ist ja nicht. Die machen ja Gewinn, aber es dauert mir alles ein bisschen zu lange. Wir kommen mal nie auf den grünen Zweig. 2040. Macht auch nur... Da kommt der nächste schon im Schlepptau. Also das mit dem Forschungsteam hat noch nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum das... Wie gesagt, das ist mir zu hoch. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier die ganze Zeit zu suchen. Dass das Abwasser anderweitig entsorgt werden kann. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Sickerbecken. Heimlich bei einem der Seen. Wahrscheinlich muss ich da eine Strecke legen. Sickerbecken, ja, okay, alles klar. Da müssen wir eine Strecke rüberlegen. Das ist jetzt nicht das Problem. Da machen wir mal eine mittlere Landstraße.
endlich geht's mal weiter. Gebäude, da reicht aber ein Truck, glaube ich. Neue Linie. Neue Linie von hier. Wasser. Wasser. Wir brauchen Fahrzeuge. Okay, nur der Tank-LKW kann das. Dann machen wir mit dem hier. 60 Wasser, der kann. Ja, geh mal auf die Wasserlinie. Ja, ich werde mal ein bisschen was zurückzahlen. Kredit aufgenommen. So. Ja, Wasser wird schon gelagert hier. Sehr gut. Alles klar. Sehr schön. Ja, das läuft nicht so rund, wie ich mir das vorstellen würde. Das ist... ist ein bisschen doof. Wie viel liegt denn hier jetzt? Das ist jetzt auch nicht mit dem Flugzeug transportieren. Jetzt liegen ja so viele Maschinen wieder. Meine, die machen ja Gewinn, so ist es ja nicht, aber es ist zu wenig in der Summe. In der Summe ist es zu wenig. Na. Ich zahle gleich zurück, so gut es geht. Wir können ja gerade eh nichts machen, müssen eh warten, bis hier sich was tut. Ja, zählt. Passt. Ist in Ordnung. Sehr gut. Läuft. Das läuft jetzt. Ah ja, Plastik ist echt. Plastik ist auch zu wenig. Es kommt zu wenig Öl an. Dadurch kommt zu wenig Plastik an. Ah, das ist echt... Man sollte meinen eigentlich, dass hier genug rankommt, ne? Ah, es ist... nicht so schön. 14, 15... Und das hier ist echt... ärgerlich, ne? Also, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb das da nicht klappt. Das klappt hier gut mit dem Zeugs. Das ist in Ordnung. Aber es dauert zu lange, bis der Krempel weg ist. Ja. Die Strecke dauert 138 Sekunden. Eigentlich. Wie sieht es eigentlich hier aus mit dem Stau jetzt? Auch ein bisschen umgebaut. Ja, und jetzt ist hier Stau. Ah, Mann, ey, die fahren hier wie die Bekloppten.
Ganz kurz, stopp. Das ist echt übel, was die hier machen. Ja, eine Hoffnung, dass sie das jetzt nehmen. Dass sich hier mal alles ein bisschen löst. Weil so blockieren sie mir auch meine ganzen LKWs und so weiter. Das ist ja auch nicht toll. Ja, das ist ja auch total doof. Ja. Autobahn. Hier von mir ist auch noch. So, Leute, teilt euch auf und macht. Wie gesagt, wir können ja gerade nichts machen. Man muss ja wieder warten. Okay, jetzt geht es ein bisschen besser. Jetzt teilen sie sich auf. Fahrt in die City, das ist in Ordnung. Dass unsere LKWs hier halt wieder durchkommen, ne? Stehen mitten im Verkehr. 1, 2, 3. Das ist alles Geld. Das ist alles pures Geld. Natürlich, ich könnte anfangen auch jetzt noch mit einem Zug und so weiter, ne? Aber mal ganz ehrlich, für die kurze Strecke da, da verursachen wir uns mehr Kosten als alles andere. Na, hier ist auch schon wieder... Ich muss nicht verstehen, warum der auf der Spur fährt, wenn er eh dahin will. Die Logik ist mir fremd. Ah gut, aber hier wird es zumindest jetzt ein bisschen freier. Jetzt können unsere LKWs auch fahren. Sehr gut. Endlich. Ja, 40 von 60. Millionen macht der pro Fahrt. Kommt der andere schon? Muss ein bisschen warten, aber ist okay. Der andere ist ja nun mal ein bisschen langsamer. Na komm. Gleich mal zurückzahlen weiter. 46 Millionen im Minus. Das ist so übel. So, komm. Na, wenn hier mehr liegen würde, wenn hier mehr transportiert werden würde, das wäre so genial. Entgegen aller Erwartungen sinken die Ölpreise unter die Rentabilitätsgrenze. Die Ölsandgewinnung ist bei der momentanen Marktlage schlicht zu teuer. Es ist wohl doch ratsam, noch auf ein anderes Pferd zu setzen. Na toll. Eine gute Entscheidung. Deine Firma wird auch weiterhin einer der größten Arbeitgeber in der Region bleiben. Nur richtet sie das Hauptaugenmerk künftig auf andere Geschäftsfelder. Alter, ernsthaft jetzt? Stelle Waren aus Plastik her. Ja, haben wir doch. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt hier Plastik nach da oben noch karren. Oder nehmen die das so mit? Muss ich mal ganz kurz gucken. Mal ganz kurz schauen. Öl, das ist... Ja, unser... Warte mal kurz. Der hält ja hier nicht, ne? Boah, Alter, ernsthaft? Boah, das ist ja übel, ey. Muss ich doch noch einen Plastikzug machen? Jetzt muss ich mir erstmal nochmal wieder Geld leihen.
doch scheiße, ganz ehrlich, das ist scheiße. Ah. Diese... Ja, ich nehme die kleine, die hat am wenigsten Kosten. 1, 2, 3, 4, 5. So, okay, die haben wir. Alles klar, warte mal kurz. Okay, jetzt machen wir so. Jetzt brauche ich nochmal eine Linie. So, ich hoffe, dass das auch klappt. Ja, okay, Plastik. Und dann Waren. So, lass mal kurz Checkung machen. Ja, das klappt. Hier ist natürlich jetzt richtig Verkehr, also es wird criminal. Komischen den Ton und jetzt auf Linie 1. Ja, mach mal. Plastik. 2 Millionen im Plus. Na, liegt auch schon da, das ist gut. Güter aus Plastik herstellen und für Forschung bezahlen. Da fährt er. Sieben Stück, neun Stück, naja, immerhin. Okay, das haben wir. Bezahlt haben wir auch schon mal. Auf Kosten eines Kredites. Jetzt hat er jetzt nicht gehalten? Fährt er erstmal ruhig oder was? Fahrt zurück, Kumpel. Er fährt erstmal einmal durch. Ah, bitte warten, bitte warten. Können die nur so wenig mitnehmen, die Flugzeuge? Das ist ja echt witzlos. Okay, es wird hier immer noch produziert. Ich frage mich, ob das was bringt. Anscheinend. Das Dreckwasser zu entsorgen. Öl. Dein Unternehmen will ein Zeichen im Sinne seiner Neuausrichtung setzen. Es verzichtet im Rahmen der erbrachten Nahverkehrsdienstleistungen künftig auf fossile Brennstoffe. Boah, ey, sag mal ganz ehrlich jetzt, ey, nur auf Trams umsetzen? Setze im Nahverkehr nur noch Trams ein, ey. Oh, ey, dann muss ich den Bus jetzt hier umbauen. Ach, Himmel. Dann muss ich jetzt den Bus umbauen hier auf Tram. Na, Hut ab, ey. Ganz, ganz, ganz toll. Alter, ey, dieser Öko-Wahnsinn, das ist echt. Ja, dann bauen wir um. Ja, kostet mal eben 8. Komm. So. Blöde Öko-Wahnsinn. Bau um mit Tramgleis. Elektrisch. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Da hinten.
herrlich, wenn... nee, das ist Ladestelle. Na komm, schön, wenn die Frames mal schön sind. Okay, das haben wir. Das sollte klappen. Wir brauchen mal dann ein Tramgebäude. Halt, drehen wir um. Okay, Linie verwalten. Nee, Blödsinn. Fahrzeuge. Fahrzeuge verwalten. Und dann werden wir da Trams draufsetzen. Sollte klappen. Okay, haben wir. Ach nee, das ist ja Busraffinerie gewesen. Boah, ernsthaft, dann muss ich da drüben noch eine Tramlinie hinsetzen. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, Straße. Upgraden. Haha, Kollision, super. So, okay, müsste gehen, theoretisch. Fahrzeuge kaufen, dann nehmen wir jetzt mal Tram. Was nehmen wir denn da? Die Skoda oder nehmen wir die gleich die Cobra? Okay, die schicken wir jetzt auf die Bus. Trotz Einhaltung sämtlicher Sorgfaltspflichten und Branchenstandards scheint mit den Abwasserbecken irgendetwas nicht zu stimmen. Bemühe dich um Schadensbegrenzung und dichte die Becken schnellstmöglich ab. Okay, liefere Baumaterial, um das Sickerbecken abzudichten. Na super. Natürlich von da hinten, das ist ja klar. Wenn wir das hier anliefern könnten, könnte das gehen. Ja, wir legen dann über eine Straße. Mittlere mit 80. Nein. Darüber, dann da drauf. Fünf Millionen für eine Brücke? Das ist ja Wahnsinn, ey. Langsam kommen wir ein bisschen an unsere Grenzen, was die Kohle angeht. Ich muss ja immer investieren. Ich hoffe mal, dass die Mission bald mal vorbei ist. Aber so langsam... Es ist echt nervig. So, zack. Den da. So, neue Linie. Von hier nach... Ich hoffe, dass es auch mitgenommen wird, aber ich denke mal schon. So. Baumatz. Okay. Im Zuge ökologischer Ausgleichsmaßnahmen hat deine Firma unzählige Wildtiere in der Region angesiedelt. Schade, dass das kaum jemand mitbekommen hat. Ja, das ist schön.
Schaden begrenzen. So, den brauchen wir. Bau. Ach, Quatsch. Auch Baumarzt sollst du. So, was ist hier? Sandgruben-Safari organisieren. Die PR-Abteilung fände es sinnvoll, interessierten Besucherinnen und Besuchern all die Tiere zu zeigen, die sich trotz anderslautender Beschwerden der Umweltorganisationen im Abbaugebiet offenbar sehr wohlfühlen. Ja. Bringe Interessierte mit Bussen in der Nähe von Tieren. Ich sehe aber A, keine Tiere. Und B, wir sollten noch keine Busse mehr benutzen. Deswegen wundert mich das doch jetzt sehr. Ich sehe hier keine Tiere. Dann machen wir nicht. Die Besucherinnen und Besucher sind begeistert von der Artenvielfalt, die dank des Ölsandabbaus überhaupt erst im Gebiet Einzug gehalten hat. Okay, machen wir anscheinend doch. Auch geil. Einfach mal nebenbei. Das klappt einwandfrei. So nebenbei so eine Aktion. Alles tippitoppi, ne? Aber alles andere. Und das hier mit den Knochen, keine Ahnung warum. Mal ganz kurz stopp. Wir werden mal den nochmal. Ach, ich wollte gerade klonen. Vergiss es. Ich wollte gerade klonen. Wenn wir das Zeug hierher bekommen. In der Hoffnung, dass die das dann auch mitnehmen. Aber ich denke mal schon, dass das umgeladen wird. Zumindest die können es machen. So, 500.000. Was mit dir hier? Plastik. 49. Das ist ja die Wucht, ey. Ah, das ist natürlich die Wucht, ey. Da haut es natürlich raus. Zu wenig. Alles zu wenig. So, bin mal gespannt. Dann müsste das ja da abladen. Das müsste weiter transportiert werden. Ja. Hat er abgeladen und das wird dann weiter transportiert hierhin bzw. dorthin. Und die kriegen hier fast gar nichts. Das ist der Hammer, ey, dass wir es nicht damit transportieren wollen. So, Cobras, ihr dürft gerne mehr benutzen. Ich muss echt mal gucken, was jetzt hier überhaupt noch rentabel ist, weil das ist ja... Was ist mit den Wasserdingern? Null, ne? Da kommt noch null. Die können wir doch eigentlich umsatteln, oder? Ja, Wasser, das ist auch so eine Sache, die ich hier nicht verstehe. Dann baut man die Sachen ein und dann laufen die irgendwann ins Leere und dann hat man die Sachen an der Backe. Das ist doch für ein Popo. Da ist
So, weg damit. Alles, was irgendwie jetzt so unrentabel ist. Da geben wir noch ein bisschen Zeit. Das Ding hier kann auch weg. Das bringt ja nichts. So, die machen auch gerade Minus. Gefällt mir gerade gar nicht. Machen alle gerade Minus, weil der Ölpreis abgesoffen ist. Ist doch für den Arsch, ganz ehrlich. Dann hängst du hier und kannst nichts machen. Wann kommt denn mal was an hier? Es darf gerne mit dem Flugzeug transportiert werden. Also die Flugzeuge hier. Sechs. Die machen zu. Sechs, sieben. Ja, den verkaufen wir auch mal. Müssen wir uns ein bisschen sanieren jetzt. Erhöht zwar den Takt ein bisschen, aber ist egal. Ja, das lassen wir mal so. Preis. Ja, Minus, 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 Minus. Das ist so übel. Baumatz läuft jetzt wahrscheinlich wieder gut. Wurde gerade auch mitgenommen, wie ich die Sache sehe. Ja, 34, immerhin. Der macht Gewinn. Das ist gut. Sekunden. Ist nicht ausgelastet. Der läuft noch ganz gut. Der hier bescheiden. Und das nur durch den Ölpreis. Das ist echt ätzend. Bitte sei endlich vorbei, die blöde Mission. Ich bin so auf den Sack. Sorry, Leute. Aber ich sag immer meine offene Meinung. Ja, die Mission ist echt wieder abartig. Abartig lange. Das gefällt mir nicht. Man hat nix. Na komm. Fünfzehn von 60. Los jetzt, nimm was mit hier. Nimm den Rest mit. Na, hier ist gerade richtig was mördermäßig los. Ich hätte hier natürlich. Ah, jetzt geht hier auch Plastik. Auf einmal wird hier Plastik verkloppt. Ich werde bescheuert. Jetzt wird hier auch Plastik angeholt. Das ist ja der Hammer. Auf einmal, jetzt wo ich die Dinger verkauft habe. Boah, ey, das ist ja echt. Da kommst du ja echt verscheißert vor, ganz ehrlich. So, komm, hast du den Rest jetzt dabei? Ja, 20 hat er dabei. So, komm.
Ölwaren 47. Ich. Warte mal. Da sind 4 Züge drauf, ne? Ja, wir werden jetzt mal ein bisschen was machen. Wir werden ja ein bisschen was entsorgen. Das ist mir jetzt zu. Zu heftig. Da ist einer, das ist okay, der kann erstmal bleiben. Das werden wir ein bisschen runter reduzieren jetzt. So. Einfach mal, damit auch ein bisschen mehr Überschuss hier entsteht. Damit die nicht so halb voll fahren nur. Vielleicht werden dann auch die Flugzeuge noch ein bisschen besser bedient. So, komm schon. Na, der... Das ist der, das ist der Öler. Der holt nochmal 20 ran. Ah, jetzt ist natürlich hier auch ordentlich Überschuss da, ne? Ah, auf einmal, ne? Da könnte er wieder. Ah. So, komm, nimm den Rest mit. Hat er dabei. 35. Das geht ja wieder runter. Oh Mann, ey. Und nimmt den Kram mit hier. Der muss da hin. Ah. ...600.000. Nimmt ordentlich Öl mit. Wenn er voll ist? Na, nicht ganz. Der ist da auf der Warenlinie. Das ist aber okay. ...37 geht wieder nach oben. Ich hoffe... Wir haben Stein. Ja, haben wir erliegen. Jetzt läuft es hier gut. Jetzt ist hier mal ein bisschen was da. Endlich. Mein Gott, wurde ja auch Zeit mal so ein bisschen. Endlich wird hier mal was produziert. Ja, wie viel Minus haben wir gemacht? Ah. Ja, da kann er ja gut was mitnehmen jetzt. ...45 von 60. ...46. Ah, ich find's doof, dass sie das nicht überlagern auf das andere hier, ne? Das wäre doch viel einfacher. Mit den Flugzeugen wegbringen wäre viel, viel effektiver. 10 Stück sind schon noch da. Es geht hoch und mit der Lieferung müsste es eigentlich klappen. Dass hier natürlich ein Engpass ist, das ist mir klar, aber ich habe jetzt keine Lust, das nochmal umzubauen. Muss ja nicht sein. Und ich hoffe, dass wir dann langsam durch sind. Na komm. Na komm, einen noch, komm.
Jawohl, wir haben es geschafft. Wurde auch langsam Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen da oben und dann sehen wir uns wieder bei der letzten Kampagnenmission. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye.